Sebastian, jetzt hast du sie angespielt. Midnight Manhattan, Blutdurch, Midnight Manhattan heißt die Farbe aus der 120th Anniversary Serie. Eine Traditional, nicht die leichteste Gitarre, 4,3 Kilo. Was kannst du so zum Spielgefühl sagen? Also sie ist was für jemanden, der es mag, wenn es ein bisschen schwerer ist. Definitiv, sie hängt ein bisschen nach unten, muss ich zugeben. Spielgefühl an sich finde ich ganz cool. Also sie ist... sie lebt auf jeden Fall, also man muss ein bisschen mit ihr kämpfen für den Ton, aber sie hat ein Potenzial, finde ich. Also das ist so eine Gitarre, wo ich sage, kauft euch die, wenn ihr viel spielt. Also wenn ihr sagt, ihr braucht einen Player, den ihr mitnimmt oder so, das ist das Richtige. Und ich finde auch, sie ist so, mir gefällt die Farbe, muss ich sagen. Ja, muss man sagen. Ist einfach schön. Die kommt, glaube ich, auf der Kamera nicht gut durch, aber da hast du wirklich so einen Burst. Ne? Ja, der ist halt, das ist generell eine sehr dunkle Farbe, deswegen ist es auf der Kamera schlecht erkennbar, aber der Burst ist wirklich schön, ja. Und ist echt gut gemacht, sie ist top verarbeitet, muss man sagen, also ist echt schön gemacht. Ja. Und ja, das Burst ist richtig, also ist wirklich geil, also und der Hals ist auch schön schnell. Er ist auch nicht dick, so, ne? Auch dick, ja. Aber er ist nicht ganz so dick wie bei der A9, also mal zum Vergleich, also wäre ein bisschen was dünner. Ja, der bei der A9 ist ein bisschen weniger wie hier, aber wie gesagt, sie ist schon mal weiß, was man in der Hand hat. Und ihr könnt euren Ton dadurch wieder auch recht gut formen. Also ich finde immer so ein dicker Hals, der ist schon schön, weil man halt irgendwie ein bisschen, man hat da so eine Gewichtung im Ton irgendwie. Also es ist so, ihr wisst ja, ich sag das ja ab und an, aber irgendwie hat man das, man kann hier auch... Das hat man irgendwie schon mit drin, das ist echt cool. Ja, ja. Gut, das haben wir, jetzt habt ihr eine gute Zusammenfassung. Eine Les Paul Traditional in dem seltenen Midnight Manhattan hier in der Gitarrenlounge zu erwerben. Die Hölzer sind wie immer Standard Les Paul.